Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist der 10. Juli. Es ist ein schöner Sommertag. Heute wieder sehr heiß in Wien, 35 Grad. Ich hoffe, ihr habt eine Klimaanlage. Ich bin jetzt mal am Weg ins Gym. Und let's talk. Für unseren heutigen Talk habe ich mir das Thema Gewichtsschwankungen und Wassereinlagerung, also Wasserhaushalt, ausgesucht. Ein Thema, das gerade viele Frauen immer beschäftigt, denn es gibt ja immer noch die Leute, die sich sehr stark von der Zahl auf der Waage beeinflussen lassen. Ich kenne Frauen, die bekommen einen Nervenzusammenbruch, wenn sie 0,5 Kilo mehr haben. Und 0,5 Kilo, meine Lieben, ist eine absolut legitime Schwankungsbreite. Ich wäre froh, wenn es bei mir nur 0,5 Kilo wären. Ich habe eine Schwankungsbreite von, weiß nicht, bis so 2 Kilo. Wahrscheinlich, wenn ich mir richtig was gebe beim All You Can Eat Sushi mit richtig viel Sojasauce, habe ich am nächsten Tag wahrscheinlich 4 Kilo mehr. Also, da schon mal der erste Punkt. Gewichtsschwankungen sind normal und sie können viele verschiedene Ursachen haben. Und heute gehen wir diese Ursachen einfach mal durch. In meinem kleinen Sushi-Beispiel habe ich jetzt zwei Punkte schon angesprochen. Zum einen geht es darum, wie viel hast du am Vortag gegessen und wie spät hast du gegessen. Denn alles, was du isst, hat natürlich ein Gewicht und deine Nahrung hält sich dann in deinem Magen-Darm-Trakt auf und das sieht man natürlich auf der Waage, denn die Waage zeigt dir nur das Gesamtgewicht und nichts Spezielles. Also die zeigt auch an, das Gewicht deiner Nahrung im Magen-Darm-Trakt. Und wenn du dich dann morgens wiegst, so wie es eigentlich der Fall sein sollte, also gewogen wird für normal immer morgens nüchtern am Magen nach dem Toilettengang. Und wenn du dann am Vortag gerade besonders viel gegessen hast am Abend oder sehr spät gegessen hast und du bist vielleicht auch früher aufgestanden als sonst, also hast nicht so lange geschlafen, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit mehr auf der Waage. Wenn du jetzt sehr früh aufhörst zum Essen, das bedeutet, du kommst vielleicht am Abend nicht mehr dazu, bist so müde, dass du ins Bett fällst und dann schläfst du auch noch sehr, sehr lange, das heißt, du hast eine sehr lange Fastenperiode. Wenn wir schlafen, essen und trinken, wir normalerweise nicht, aber der Körper verliert Wasser. Das bedeutet, wenn du dich dann wiegst, hast du natürlich viel, viel weniger Gewicht. Erstens einmal, weil das Magen-Darm-Volumen fehlt vom Vortag und weil du sehr viel Wasser verloren hast in der Nacht durch das Fasten. Der zweite Punkt aus meinem Sushi-Beispiel ist, ich habe jetzt angedeutet Sojasauce, dein Salzkonsum. Salz bindet Wasser, genauso wie Kohlenhydrate Wasser binden, aber Salz bindet Wasser halt auch im Bindegewebe, wohingegen Kohlenhydrate das Wasser im Muskel als Glykogen binden. Wenn du also sehr viel Salz isst, dann kann es sein, dass du schwammiger aussiehst. Wenn du aber sehr viele Kohlenhydrate isst, kann das auch sein, dass du schwerer bist, aber du siehst besser aus, eben weil das Wasser in der Muskulatur ist und einen besseren und sogar trockeneren Look hervorrufen kann. Also wir entnehmen dem, es stimmt, dass Kohlenhydrate Wasser binden, aber sie binden dieses in der Muskulatur, lassen uns besser aussehen. Salz hingegen bindet auch Wasser, aber bindet es unter der Haut und lassen uns geschissener aussehen. Egal, ob das Wasser jetzt durch Kohlenhydrate oder durch Salz gebunden wurde, man sieht es auf der Waage. Denn die Waage zeigt nur an, dass irgendwo Wasser gebunden wurde. Der Look hingegen sagt dann aus, wo es sitzt. Damit haben wir jetzt mal abgedeckt das Magen-Darm-Volumen und die Zeit, wann wir essen und wann wir uns wiegen. Und zweitens einmal gebundenes Wasser durch die Lebensmittel, je nachdem welche ihr gegessen habt. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Hormonhaushalt. Bei uns Frauen natürlich der Zyklus. Jeder kennt es, in gewissen Phasen des Monats halten wir mehr Wasser und in manchen weniger. Für normal ist es so, dass wir eben durch die Hormonbedingungen direkt vor unserer Periode am meisten Wasser halten und sobald die Periode dann einsetzt, lässt der Körper einiges an Wasser los. Am besten schauen wir aus kurz vor unserem Eisprung, natürlich, ja, weil da müssen wir auch hübsch sein, um das andere Geschlecht anzuziehen und das ist so absichtlich gestaltet vom Körper. Und das gezogene Wasser ist natürlich Vorbereitung auf eine Einnistung. Ein weiteres Hormon, das uns sehr gerne reinpfuscht und wo diesmal nicht nur die Frauen betroffen sind, ist das Cortisol, unser Stresshormon. Und das wird vor allem ausgeschüttet, wenn wir eben sehr viel Stress haben oder wenn wir zu wenig schlafen. Und ist auch ein entzündungsbegünstigendes Hormon und Entzündungen ziehen ja auch Wasser. Also das bedeutet, dass eine gestörte Hormonbalance durch Stress auch dazu führen kann, dass der Körper alles durcheinander wirft und dass er mehr Wasser haltet.
Und ein Thema zur gestörten Hormonbalance, was ich immer wieder ansprechen muss, ist der Konsum von tierischen Produkten, die natürlich ein Übermaß an Östrogen enthalten. Wir haben das schon oft abgedeckt in der Story, glaube ich. Deswegen möchte ich da jetzt nicht in diesem Moment nochmal näher drauf eingehen. Und tierische Produkte, also je mehr ihr davon konsumiert, desto mehr Wasser haltet ihr natürlich. So, ihr seht, ich stehe schon vor am Top-Gym. Trotzdem auf einen weiteren Punkt möchte ich noch eingehen. Und zwar ist das, wie vorher schon kurz angesprochen, Entzündungen. Und Entzündungen werden ja vor allem auch durch euer Krafttraining ausgelöst. Das bedeutet, jede Entzündung, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch schneidet, so ein kleiner Schnitt in den Finger und das wird dann ganz rot und heiß und schwillt an. Und dieses Anschwellen ist eben der Körper, der Wasser zu dieser Entzündungsstelle zieht. Und wenn ihr jetzt im Training eure Muskulatur quasi zerstört, was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist, dann zieht der Körper auch zu diesen Mikroentzündungen Wasser. Und dieses Wasser sieht man dann am nächsten Tag auch auf der Waage. Okay, jetzt ist noch ein letzter Punkt und da geht es ums Abnehmen, um die Körperfettreduktion. Das werde ich allerdings nach meiner HIIT-Session mit euch durchgehen. Stay tuned. Leute, ich zerfließe. Unendlich heiß. Nichtsdestotrotz gehen wir den letzten Punkt an. Und zwar Wasserschwankungen bedingt durch Körperfettreduktion. What? Ja, denn ihr könnt nämlich, wenn ihr Körperfett reduziert, auch schwerer werden. Und das wissen die wenigsten. Wieso ist das so? Also, Körperfett ist ja keine statische Masse. Und der Körper greift eigentlich ständig auf die Fettzellen zu, also nimmt sich Fett aus den Fettzellen raus und gibt auch wieder Fett in die Fettzellen rein. Und dadurch ist es natürlich sinnvoll, dass eine Fettzelle ihre Form behält, während solche Prozesse passieren. Und im Austausch zu Fett, das der Körper aus der Fettzelle rausnimmt, gibt er dabei Wasser als Platzhalter hinein. Und dieses Wasser quasi hält den Platz frei für wieder zurückkommendes Fett. Und wenn ihr jetzt aber in einem Kaloriendefizit seid und beständig Körperfett abbaut, also Körperfett wird ständig vorausgenommen, dann wird natürlich die Wassereinlagerung in dieser Fettzelle mehr. Und bedingt dadurch, dass Wasser eine höhere Dichte hat als das Fettgewebe, ist der Platz, den dieses Wasser ausfüllt, dann auch noch schwerer befüllt als vorher. Und damit ihr jetzt komplett den Faden verliert, habe ich hier eine kleine Grafik für euch, die das einmal verdeutlicht, wie das aussieht. So, das sind einmal die ersten drei Phasen. Da seht ihr also, wie das Fett in der Fettzelle weniger wird und der Körper dann als Platzhalter Wasser reingibt. Was auch noch relevant ist, was ich bei Phase 3 dazu geschrieben habe, also erstens mal das Wasser, das da drin ist, ist natürlich schwerer als das Fettgewebe, das das nicht aufgefüllt hätte. Und zweitens einmal hat dieses Wasser auch eine ganz eine andere Struktur. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr einen Luftballon nehmt und ihr füllt ihn mit Knetmasse und dann nehmt ihr einen zweiten und den füllt ihr mit Wasser. Und der mit Wasser bewegt sich natürlich und der mit der Knetmasse ist eher starr. Und so könnt ihr euch das vorstellen mit dem Verhältnis Fett zu Wasser. Also je mehr Wasser dann in dieser Fettzelle drin ist, desto weicher wird das Gewebe. Und dieses Phänomen führt dann dazu, dass die Frauen mega verzweifelt werden, weil sie nehmen ja auf der Waage nicht ab. Und das Gewebe wird auch noch weicher, also sie fühlen sich schwammiger und schwammiger als zuvor und glauben nicht zuzunehmen. Dabei kann ich euch sagen, eben wenn ihr bemerkt, dass das Gewebe weicher wird, dann ist das ein gutes Zeichen. Also das ist nichts Schlimmes, sondern das ist etwas Gutes. Weiches Gewebe bedeutet, dass schon viel Wasser eingelagert ist und dass ihr wirklich aktiv Körperfett reduziert. Und das bleibt natürlich auch nicht so weich, denn jetzt schauen wir uns die nächste Phase an und dann seht ihr gleich, was passiert, wenn mal das ganze Fett draußen ist. So, ihr seht jetzt in der Grafik, was passiert, und zwar, wenn das ganze Fett draußen ist, dann ist die ganze Zelle nur noch mit Wasser befüllt. Das heißt, das ganze Gewebe ist wirklich sehr, sehr weich und sehr, sehr locker. Und diese Fettzelle weiß natürlich nicht, dass eure Intention es ist, dass sie leer bleibt. Das heißt, sie wartet noch ein bisschen ab
ob nicht doch wieder Fett retour kommt, das sie dann einlagern kann, zum Platz wieder auffüllen. Wenn ein paar Tage dann nichts gekommen ist, das heißt, ihr habt das Defizit gehalten, ihr habt durchgehalten, keine Panikreaktion bekommen, keinen Binge- und Fressanfall, sondern wirklich halt cool geblieben, dann ist es so, dass die Zelle auf einmal kollabiert und das ganze Wasser abgibt. Das passiert dann meistens in Schüben, das heißt, dass das mehrere Fettzellen auf einmal machen und dann habt ihr so einen Mega-Drop auf der Waage von heute Morgen. Und das liegt dann eben nicht daran, dass ihr an einem Tag irgendwas richtig gemacht habt, sondern dass ihr an vielen Tagen was richtig gemacht habt und einfach cool geblieben seid und abgewartet habt. Euch eben nicht von diesen Wasserschwankungen irritieren lassen habt, sondern einfach den ganzen Prozess seinen Lauf gelassen habt. Und dann bekommt ihr nämlich auch das Ergebnis, das ihr wollt. Denn dann, wenn die Zellen kollabieren, dann hat die Haut auch eine Chance, dass sie sich zurückzieht und anlegt und straff wird. Und das dauert aber auch Zeit. Das heißt, da müsst ihr eurer Haut, den Kollagenfasern auch Zeit geben, dass sie sich zurückbilden. Und das Thema Haut und Gewebe hatten wir schon einmal. Das könnt ihr auf YouTube nachschauen, wie ihr das am besten fördern könnt. So, und das war es schon für den heutigen Gym Walk Talk. Ich sage wieder danke, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst mir gerne Nachrichten, DMs. Ich freue mich über Feedback. Und auch diese Episode wird wieder auf YouTube kommen. Und dort könnt ihr auch die vorigen Episoden nachschauen.